Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom Tennis Manager 2024. Wir werden heute alle vier Spieler im Einsatz sehen, sprich alle sind in der Woche auf Turnieren unterwegs. Außerdem wollte ich auf die Kommentare von euch eingehen, was das Thema Ella Seidel und deren Überbelastung angeht. Das ist sicherlich richtig, deswegen habe ich da mal geschaut und werden auch mal in die Turnierplanung der automatischen eingreifen und dort das Ganze ein bisschen regulieren. Das und mehr wie immer, also auf geht's. Ja, das mal erstmal wie immer die Übersicht, wer wo in dieser Woche spielt. Also wir spielen mit unserem Hauptspieler Max-Hans Rehberg in Bakau auf Sand. Dort haben wir in der ersten Runde zu tun mit Valentin Vanta, der Rumäne, 1339 der Welt. Und das werden wir uns natürlich dann live anschauen. Alle anderen Spiele natürlich immer nur die Ergebnisse. In dem Fall Ella Seidel spielt in Essen auf Sandplatz, er an 1 gesetzt, dort gegen Milana Srbrljalova. Die 756. der Weltrangliste Qualifikantin ist eine machbare Aufgabe. Julia Stusek, über die wir gerade schon im Vortrag geredet haben, spielt auch wieder in Charleroi. Diese Eingriffe, die ich da machen will, greifen natürlich erst ein bisschen später. Wir schauen uns mal an, gegen wen sie spielt. Alessandra Toidoescu, die 62. der Welt, ist also an 2 gesetzt, unser Julia Stusek. Momentan ja 5. in der Juniorinnen-Weltrangliste, also sehr gut unterwegs. Und wenn wir mal so ein bisschen die Fitness angucken, die ist momentan auch wieder fit. Also man sieht, die körperliche Verfassung ist bei 100%. Also so dermaßen eingreifen müssen wir nicht, aber auf jeden Fall ist das schon berechtigt. Das gucken wir uns dann gleich an. Und Tom Sickenberger, unser junger Spieler, der auf der Boy Junioren und Tour unterwegs ist, spielt in Limassol. Da ist er diesmal 1 gesetzt, spielt gegen Elia Sanogo aus Frankreich. Das ist aber alles natürlich sehr, sehr knapp. Er hat ja auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfolge geholt. Also 12% Siegquote. Mit Rebek haben wir 46%. Ja, Stusek mit 74% eben sehr gut dabei. Ella Seidel 59% auch gut. Also wenn man allein das mal so anschaut, ja, die beiden sind dicke über 50%, was ja schon mal schön ist. Rebek ist da dran, da arbeiten wir ja aber auch dran. Und Sickenberger, da kann es da vielleicht noch ein bisschen besser werden. Ja, bevor wir dann reingehen, mal ganz kurz in diese Turnierplanung rein. Ich gehe dann auch direkt mal zu Julia Stusek und zu dieser Planung. Also ich habe ja grundsätzlich gesagt, wir planen das automatisch. Also ich werde das jetzt nicht, ich gehe mal bewusst eine Saison weiter in die Hartplatzsaison. Wenn ich jetzt hier auf Turnier einplanen gehe, habe ich ja die automatischen Anmeldungen gemacht. In empfohlen kann man ja hier sagen, die Mannschaften bzw. die Spieler oder die Turniere, die empfohlen sind. Und man kann ja hier noch das höchste und das niedrigste Turnier eingeben. Also da kann man damit eingreifen, dann macht das System das automatisch. Was mir aber selbst auch aufgefallen ist, was man auf jeden Fall ändern kann, ich gehe jetzt nochmal in die Hartplatzsaison, dass man hier entweder sagen kann, Training einplanen, ja, dann ist das quasi mehr oder weniger, ich hoffe mal, dass es so ist, blockiert jetzt für diese automatische Planung. Und man kann natürlich auch Training wieder verwerfen. Und wenn man das so offen lässt, dann müsste die Turnierplanung da Turniere planen. Das ist vielleicht das, was wir jetzt noch anders machen sollten. Das habe ich für diese Rasensaison schon gemacht. Also wir sind ja immer noch bei Stusek. Die ist in der Saison jetzt, wir sind aktuell in Woche 22, spielt sie, wie gerade gesagt, in Charleroi. Dann Woche 23 spielt sie in Offenbach. Und dann in Woche 24 bei den French Open, den Junioren French Open, da werden wir sie natürlich überhaupt nicht rausnehmen wollen. Dann spielt sie in 25 noch in Berlin. Ja, das war das, was bisher schon geplant war. Und dann habe ich mal eingegriffen und habe dann zum Beispiel gesagt, hier zweimal Training und in der Woche 28 darf dann das System wieder ein Turnier planen. Das habe ich mit allen anderen auch gemacht. Gucken wir uns vielleicht auch mal bei Sickenberger an, der ja auch sehr, sehr viel Turniere gespielt hat. Der hat zum Beispiel in der Rasensaison noch, hier ist er einmal in Bytom und dann in Cancun. Und dann hat er eben auch einmal Training. Dann habe ich hier wieder ein Turnier zugelassen und dann wieder Training. Also das habe ich jetzt mal so eingestellt. Mal schauen, ob das System das auch so übernimmt. Wäre auf jeden Fall eine Verbesserung. Also danke auch für den Hinweis von euch. Gut. Dann lasst uns grundsätzlich reingehen. Vorher aber auch eine kleine Sache noch. Wir scouten ja, die mich nicht regelmäßig verfolgen. Wir haben ja noch 2 potenzielle Plätze frei. Wir scouten momentan noch 2 weitere Spieler. Sehr, sehr interessant ist da Natasja Czunk, die 20-jährige Deutsche, eigentlich schon auf einem ganz guten Weg, ist die 207 der Weltrangliste bei den Damen. Also das ist eine Spielerin, die wir gerne hätten. Wir schauen aber erstmal noch ein bisschen weiter und haben ja auch schon 2 fertig gescoutet und dann werden wir uns entscheiden für die Plätze, die hier unten ja stehen, die wir noch zur freien Verfügung haben. Man muss immer bedenken, das kostet auch dann wiederum Trainer, die müssen wir einstellen und dann müssen wir natürlich auch unsere Kosten so ein bisschen im Blick behalten. 336.000 haben wir für die Akademie jetzt noch. Also, aber das sieht momentan noch ganz gut aus. Also, lasst uns reingehen in die Woche mit Rehberg in Bakau und die restlichen habe ich euch auch gerade gezeigt, wo die so spielen.
Hier kommen die Meldungen. Seidel ist leider schon in Essen ausgeschieden. 526 Euro Preisgeld haben wir da bekommen. Und das ist nochmal so die Wochenübersicht, die wir ja immer wieder kriegen. Die Firmenform ist bei allen mittelmäßig. Ne? Also das kann auch besser werden, klar. Wir haben Ella Seidel trotzdem 5 Plätze in der letzten Woche gewonnen. Ne? Stusek hat 6 Plätze verloren. Allerdings muss man da auch dazu sagen, sie in Junioren ist ja Fünfter. Aber sie macht ja momentan auf der WTA-Tour noch nichts. Das sind ja 2 verschiedene Ziele, die sie da hat. Deswegen, momentan ist sie komplett auf der Girls-Tour unterwegs und das ja auch sehr erfolgreich. Also erstmal auch in Ordnung. Gut, wir gucken mal noch ganz kurz rein bei der Kollegin Seidel in Essen. Die war ja an 1 gesetzt, hat dort gegen Srabila Lova mit 4-6, 6-3, 5-7 verloren. Knappes Match, aber leider ausgeschieden, obwohl sie hier natürlich an 1 gesetzt war. Sehr schade. Gut, nächste Runde, beziehungsweise nächste Partie. Das können wir jetzt auch rausmachen. Dann sind wir nämlich schon bei unserem Match hier im Barkau. Das ist ein Future-25-Turnier. Gibt dann im Maximum 25 Punkte für den Sieger, 12.500 Euro Preisgeld. Ich wollte gerade Trinkgeld sagen. Aber wir wollen natürlich hier erstmal von Runde zu Runde denken, denn so wahnsinnig erfolgreich waren wir ja noch nicht. Ich sage euch ja gleich was zu der Taktik. Erstmal rein ins Briefing. Valentin Wanter ist also der Gegner. Der hat in der Saison 57% seiner Matches gewonnen, also schon erfolgreicher unterwegs wie wir. Gewinnt mit, das ist vielleicht auch mal interessant, da nicht darauf zu schauen, gewinnt also Return-Punkte, also ne, ob er ein guter oder schlechter Return-Spieler ist, wird er mehr oder weniger nochmal gesagt. 43% seiner Returns sind erfolgreich, kann das jetzt schwer einschätzen, bei uns sind 25% nur erfolgreich, also da ist er auf jeden Fall schon mal besser. Und was sind Service-Punkte gewonnen hat, da ist aber 60%, da sind wir jetzt ein bisschen stärker, also guter, schlechter Aufschläger. Kann man da vielleicht auch so ein bisschen draus ableiten. Der Gegner Analyse nochmal hier, der ist gut in Form, ist ein Topspin-Grundlinienspieler, ein Spieler, der wenige Fehler macht und starke Schläger mit Topspin verwendet, um den Gegner zurückzudrängen. Ja, das ist vielleicht mal so eine Geschichte, die wir auch im Hinterkopf haben sollten, wobei wir erstmal unsere Strategie wahrscheinlich durchsetzen, gucken wir uns gleich an. Seine Stärken sind also die Vorhand und die Konter und die Schwächen sind so der Stoppball und die Gelassenheit. Wir gucken mal kurz auf sein Profil. Da ist vor allem die Vorhand hier so zu sehen, wenn wir die Rückhand sehen, 10 bis 12. Wir haben die ja, wie gesagt, nie mal ganz ausgescoutet. Das klappt ja nicht bei jedem Spieler. Also grundsätzlich nicht wesentlich schlechter die Rückhand, dass man bewusst sagen kann, wir spielen jetzt auf die Rückhand. Kann man vielleicht hier und da mal machen. Topspin von der Grundlinie. Achso, das ist jetzt nur, ich wollte gerade sagen, warum ist das hier eingestellt? Stimmt, da konnten wir immer nur die Stärken sehen. Wenn er diese Taktik spielt, sind das vor allem die hinterlegten Geschichten, wo er dann eben da sehr stark ist. Aber das kann man ja auch sowieso nie von vornherein sagen. Also sagt mir jetzt so im Prinzip erstmal, achso, die Aufschläge wollte ich nochmal gucken, weil das Thema hier stand. 7 bis 11 steht hier und Service-Effekt 6 bis 13. Gut, wir gehen mal in die Strategie rein. Also wir wollen schon gucken, dass wir hier durchkommen natürlich. Aber wir haben schon beim letzten Mal gesehen, dass wir da kräftetechnisch schon ziemlich am Limit waren. Deswegen würde ich mich mal entscheiden, nicht komplett von Anfang an alles intensiv zu gehen. Das war jetzt eben der Wille, endlich mal hier erfolgreich zu sein. Wir gehen mal in den beiden Punkten raus. Wir wollen auf jeden Fall unseren Aufschlag sehr gut durchbringen. Deswegen lasse ich das mal so und werde da vielleicht hoffentlich ein paar Körner sparen. Vor allem, die mir regelmäßig folgen, ich habe das jetzt endlich umgestellt, also das Risiko auf der T-Linie bei Einstand und bei Vorteil auf hoch zu gehen und mal mehr an die Linien ranzuspielen, das machen wir jetzt mal grundsätzlich. In der Mitte habe ich es dann mal gelassen, wir können ja immer im Spiel noch dann jeweils eingreifen. Ja, und wenn wir jetzt mal kurz auf die Ballwechsel gucken, momentan ist übrigens hier grün, also ist wieder gut eintrainiert, haben wir gut trainiert. Jetzt hatte der Gegner, mal ganz kurz gucken, hatte der wenig Fehler macht und den Gegner zurückdrängt. So, wenn wir jetzt auf die Ballwechsel gehen, kann man ja hier sagen, wir spielen tief, macht wenig Fehler, auf falschen Fuß, gemischtes Spiel, wir gehen ans Netz, ja, und bei der Angriffs- und Verteidigungsposition, ne, könnte man auch auf Winner gehen und kräftiges Schlag an der Schlag auf die Schwachstelle. Ja, ich würde mich dafür erstmal entscheiden und können wir nachher gucken, ob wir da was draus machen, würde ich sagen. Gehen wir also erstmal rein ins Spiel, das Vorgespräch, muss ich mal kurz gucken, was sagen wir ihm da. Fokussiere dich wieder auf Tennis. Ja, da brauche ich schon mal gar nicht viel sagen. Finde ich genau richtig so. Also, auf geht's. Hier zum Turnier in Bacău in Rumänien. 23 Grad, nette Temperaturen. 2 zu 10 ist unsere Bilanz. 4 zu 3, also eine positive Bilanz bei Valentin Wanter, was vielleicht auch ein bisschen, ja, die Motivation ausmacht. Also, auf geht's. Viel Spaß. Wir gucken uns ja jetzt immer relativ schnell alles an und brechen rein, wenn es Breakbälle gibt. Und die gibt es gerade für uns. 15-40. 2 an der Zahl. 30-40. Der erste hat nicht gesessen.
Der zweite Deuce. Auch nicht. Einstand. Wir sind schon ein bisschen fitter. Ja, jetzt ein Ass. Dann Vorteil für Wanta. Wir sind ein bisschen fitter, was da unten die Balken angeht. Und doch das Spiel geholt. Also 1-0 für den Rumänen. Hat er seinen Aufschlag durchbringen können. Bei 2-3-3 und jetzt 30-40, noch ein Breakball bei 3 beide. Den bringt er gut rüber, jetzt schön Longline, schade. Aber der bleibt hängen, damit haben wir das Break. 4-3, also die Führung jetzt 5-3. Und bei eigenem Aufschlag haben wir bei 40-30 dann jetzt Satzball nach 38 Minuten. Und der bleibt hängen, also erster Satz an uns. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich. Wir gucken uns die Statistiken an. Wir haben insgesamt 78% der erste Aufschlag, das ist vernünftig. Gewinnen da 89% mit, das ist eine sehr gute Quote. Mit dem zweiten Aufschlag sind wir auch recht erfolgreich. 17-12 Winner auf unserer Seite. Sehr ausgeglichen. Bei uns ist es immer mit 10-7 ausgeglichen. Bei den meisten Gegnern, bei ihm jetzt auch, ist ja mehr die Vorhand, die Winner-Geschichte. Und 6-11 Fehler. Läuft gut. Sollten wir erstmal nichts dran ändern. Also zurück ins Match. Advantage. Und jetzt hat unser Kollege, unser Gegner einen Breakball. Also beim Stand von 0-1, aber den ersten haben wir abgewehrt oder den einzigen. Jetzt ein Stand. Second Service. Advantage. Der bleibt hängen, damit Vorteil für Rehberg. Und mit einem Ass. Sehr schön. Ausgleich 1-1 aus der Situation auch wieder rausgeholt. Und jetzt haben wir drei Breakbälle beim Stand von 2-2. Das wäre natürlich jetzt auch ein großer Schritt. Und der bleibt hängen. Damit ist das erste Break da. Break 4. Jetzt heißt es durchbringen. Und wir haben wieder zwei Breakbälle. Bei 4-2. Der erste sitzt nicht. Geht hervor ans Netz. Ist mutig. Und macht den Punkt. Jawohl, 5-2. Damit stehen wir so gut wie in der nächsten Runde, würde ich sagen. Wir gucken uns das Aufschlagspiel jetzt mal an. 15-0. Also sehr vernünftig. Der Auftritt hier, das freut uns ja mal. Ja, auch sehr schön gespielt. 30-0. Der bleibt hängen, damit drei Matchbälle nach einer Stunde, 10 Minuten für Max Hans Rehberg. Und das ist es. Ja, sehr überzeugend. Ich glaube, in der Zeit, wo wir ihn trainieren, jetzt der überzeugendste Sieg, den wir haben. So viele Siege haben wir ja sowieso mal nicht. Also mit 6-4, 6-2 gewinnen wir gegen Valentin Wanta und sind damit in der nächsten Runde von Barkau. Auch immer so eine Sache gegen den Lokalmatadoren ist es natürlich erst recht immer schwer. Das ist die Matchstatistik. 69% erster Aufschlag ist es insgesamt geworden. 88% punkten wir damit. Das war sicherlich eine Waffe heute. 31-25 Winner. Und wir haben 11 Fehler gemacht, der Gegner 15. Also sehr dominantes Spiel, sehr schön. Wow, was für ein Match, das war toll, das sage ich ihm jetzt wirklich mal. Und damit geht's in die nächste Runde. Sieht wieder nach einem Rumänen aus, gucken wir uns aber gleich an. Eine Spielerin ist schon ausgeliehen. Stusek hat sich leider hier verabschiedet in Charlova. 473 Euro nehmen wir davon mit. Wir gucken mal einmal kurz rein. Das war auch direkt in der ersten Runde, ja, vielleicht wirklich doch, aber sie war ja fit jetzt, ne? Also von daher kann man jetzt nicht sagen, viel gespielt oder so. 3-6, 6-3, 6-4, der Sieg für Alessandra Teododesco, wie auch immer. Schade. Na gut, darf sie sich auch mal gönnen, ist so. Wir schauen mal kurz hier rüber, denn wir haben ja gerade schon so langsam leicht gesehen, nee, ist ein Franzose, Constantin Biton-Consminet, wenn ich das richtig ausspreche, ist unser Gegner, ist hier an S8 gesetzt. Also etwas besser in der Setzrangliste. Wir bekommen ja schon mal für diese zweite Runde, bekommen wir schon mal einen Punkt immerhin für die ATP-Rangliste. Es ist natürlich in so Turnieren etwas schwieriger, da voranzukommen. Aber gut, wir haben das Spiel ja auch noch nicht verloren. Also von daher gehen wir erstmal rein in dieses Achtelfinale. Gucken uns den Gegner an. Wie gesagt, 5,33 der Welt, 50% Saisonstatistik gewonnen. Mit Return-Punkten macht er zum Beispiel weniger als der Rumäne zuvor, allerdings ein bisschen mehr mit Service. Er ist herausragender Form, ist ein aggressiver Grundlinienspieler, der gerne die Kontrolle hat und das Spiel diktiert. Er setzt kräftige Schläge, einem Gegner über den Platz zu jagen, aggressiv von hinten auf Entscheidungsbälle zu setzen. Ja. Kampfgeist, Gelassenheit, Killerinstinkt sind so die Stärken. Volley und Balance sind die Schwächen. Wir gucken mal, wo man hier was sieht. Die natürliche Fitness ist nicht wahnsinnig gut. Die ist sogar sehr schwach.
Könnte also eher darüber hinauslaufen, dass wir ein langes Spiel versuchen müssten, da unsere Fitness besser sein sollte. Ansonsten erkenne ich hier nicht sehr viel. Vorhand, Rückhand ist sogar ein Fragezeichen. Bei der Rückhand kann man gar nicht so viel sagen. Ja, wir würden das hier genauso lassen. Das Thema, wenn er ein offensiver Angriffsspieler ist, ist natürlich die Frage, ob wir da auch auf die Winner gehen. Aber das ist ja grundsätzlich auch unser Spiel. Von daher, nee, komm, wir lassen es und gucken uns erstmal an. Vor allem nach dem letzten Spiel brauchen wir da nichts zu ändern, würde ich sagen. Der Rang macht allerdings noch keinen Gewinner. Ja, das ist der Punkt. Gib heute alles, dann kannst du auch dieses Match gewinnen. Das soll doch mal motivierend genug sein. 22 Grad, 1 Grad verloren, aber das ist jetzt unwichtig. Die Bilanz 5 zu 5 bei unserem Gegner, bei uns jetzt 3 zu 10. So schaut's aus. Also, rein geht's. Erster Satz. Love. 0,40, 3 Breakchancen bei 3-2 für uns. Oh, der geht rüber. Was für ein glückliches Händchen, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Wir holen uns also das Break, 4-2. Den Dusel nehmen wir auch gerne mal mit. Und bei 40-0-5-3 haben wir jetzt 3 Satzbälle, um auch diesen Satz hier zu gewinnen. Den dritten im Turnier und der dritte, der unser wäre. Jawohl, und da holen wir uns den Satz. 6-3, ja. Schön, wenn das so läuft, wie es gerade läuft. Sind wir noch nicht so ganz gewohnt, deswegen glaube ich es gerade noch nicht so ganz. Aber ich freue mich natürlich trotzdem drüber. Also erster Aufschlag 61%, schlechter wie im letzten Match. Aber wir gewinnen trotzdem unsere Punkte damit. War vielleicht doch die richtige Einstellung, nicht komplett auf Risiko zu gehen. 18 zu 8 Winner, das ist heute echt extrem gut. Beim Gegner 6-2 und 4 zu 6 Fehler. Ne, auch das läuft wieder richtig gut. Lass mal weitermachen. Nichts zu beanstanden. Und jetzt hat unser Gegner allerdings einen Breakball, 30-40. Ah, und er bleibt hängen. Damit Break zurück. Aber jetzt holen wir uns direkt wieder einen Breakball beim nächsten Aufschlagspiel. Also Chance zum Rebreak. Wäre natürlich wichtig, wenn es so schnell ginge, aber leider geht es der zu lang. Ein Stand. Ah, den spielt er sehr gut, Longline da. Damit Vorteil für Kusmine. Aber Doppelfehler dann. Wieder ein Stand. Advantage. Ja, auch gut gespielt. Vorteil wieder für den Franzosen. Ja. Ich motiviere ihn jetzt mal, dass er das sich sicherlich auch wieder zurückholen kann. Erstmal holt er seinen Aufschlag. Aber jetzt hat der Gegner wieder 2 Breakrooms. Der erste ist daneben. Second set. Langer Ballwechsel hier und sehr schön an Longline gespielt. Der Passierschlag, deswegen ein Stand. Der auf der Linie, auch gut. Ah, der war ziemlich verzogen, damit wieder Breakball gegen uns. Aber dann ein Ass. Sehr schön. Second Service. Auch der war auf der Linie. Advantage. Aber wieder Vorteil für den Franzosen. Das ist irgendwie ein bisschen verhext. Wieder ein sehr guter Aufschlag übrigens auf die Linie und wieder ein Stand. Second Service. Advantage. Dann immer wieder diese kleinen Fehler. Second Service. Deuce. Das geht hier hin und her. Das Aufschlagspiel will nicht vorbeigehen. Let. Advantage. Diesmal haben wir Vorteil zum 2 zu 4. Komm. Second Service. Hol ihn dir. Jawohl, super gespielt, 2 zu 4. Natürlich brauchen wir jetzt einen Break, ne? Ich würde auch mal sagen, bei. Das schauen wir uns jetzt mal an und wir gehen in Intensität, was den Rückschlag und die Punkte angeht, jetzt mal höher, denn genau das brauchen wir jetzt. 15 beide und 15, 30. Das schaffst du, sage ich jetzt mal, denn das Break bräuchten wir. Jetzt 30 beide. Sonst ist der Satz weg. Wichtiger Punkt jetzt: Satzball oder Breakball. Und es bleibt bei Breakball, also. Die Chance zurückzukommen. Ah, der ist zu gut gespielt. Ein Stand.
Völlig nach außen gedrängt da. Alter, Mann. Der bleibt nämlich wieder hängen. Wieder Breakball. Gut rüber gekriegt. Ah, dann aber der zweite. Schade. Nein, der ist zu lang. Und das war's dann. Also, schade, nochmal gekämpft zum Ende des Satzes. Gar nicht verkehrt. 3-6, aber trotzdem den Satz verloren. Jetzt geht's hier in den entscheidenden dritten. Ich hatte nochmal das Gespräch eingestellt, schon mal vorsorglich. Aber wenn wir uns die Satzstatistik angucken, erster Aufschlag. Okay, wir gewinnen ein bisschen weniger damit. Wir haben zwei Asse geschlagen. 12-21 Winner. Da hat der wahnsinnig aufgeholt, was die Winner angeht. 14-7 auf der Vorhand. Ja, wir könnten sagen, dass wir im Ballwechsel ihn mal ein bisschen bremsen, indem wir auf die Schwachstellen spielen hier in der Angriffssituation. Naja, aber auch unsere Winner sind natürlich auch nicht unwichtig, ne? Da wir unsere Vorhand ja noch auch nicht wahnsinnig viel stärker ist, wir könnten vielleicht das auf der Rückhand machen, dass wir mit unserer Rückhand auf seine Schwachstelle spielen. Und in der verteidigenden Position haben wir den Gegner zurückgedrängt. Nee, wir machen es anders. Wir bleiben hier auf Winner und gehen in der verteidigenden Geschichte auf seine Schwachstellen. Vielleicht kriegen wir da ihn so ein bisschen raus. Ja, das würde ich jetzt als erstes mal nehmen. Ja, und ich glaube, die Intensität für den letzten Satz lassen wir so. Er ist ein bisschen fitter, aber okay, lassen wir so. Und jetzt noch das Gespräch. Lass deine Bälle etwas mehr laufen, mal ein bisschen den Stress rausholen. Also, finaler Satz. Auf geht's. Hey, 30-40, Breakball gegen uns. Bei zwei beide. Das hat er gut gemacht. Jetzt sind wir auch noch Break zurück. 4-2, 4-3. Und jetzt haben wir zwei Breakchancen dabei. 4-3 vom Gegner. Und Doppelfehler. Wir sind wieder zurück im Spiel. Hervorragend. Aber jetzt wieder zwei Breakbänke. Komm. Jawohl. 30-40. Ich motiviere nochmal in der Situation. Immer noch ein Breakball und eben Doppelfehler dann. Wie ärgerlich. Jetzt hat also die Chance, der Franzose die Chance, dieses Match zu gewinnen mit eigenem Aufschlag. Komm, ist noch nichts vorbei. Ärgerlich mit dem Doppelfehler da. Und der bleibt hängen. 30-0. Intensität können wir nicht mehr offensiver machen. 40-0, damit drei Matchbälle für Constantin Biton. Versuchen wir nochmal. Come on. Es ist doch nur ein Break. Super Ballwechsel. Hat der Franzose dann überzeugt gespielt. Der hat sich irgendwie im zweiten Satz, haben wir ja schon in Statistiken gesehen, irgendwie sehr mit sehr viel Winnern und sehr viel Selbstbewusstsein geholt. Und ja, haben wir dann leider nicht geschafft. Also mit 6-3, 3-6, 4-6 verlieren wir das Spiel gegen Cosminé. Schade. 41-44 Winner, wenn man das für das ganze Match jetzt mal sieht. Ja, aber auch jetzt nicht wahnsinnig nur über die Vorhand. Also ob da der Rückhandspiel jetzt noch ein Thema gewesen wäre, ich weiß es nicht. Fehler macht da auch einige. Klar, okay. Gut, schade. War möglich. Du hast ein gutes Spiel gemacht. Gibt nichts, wo man vorwürfen wird. Weitermachen sieht er nicht ganz so. Aber es ist so. Gut, 1162 Euro bekommen wir dafür für die Akademie. Und jetzt schauen wir auch mal ganz kurz nochmal in Rebeck sein Training für die Restwoche. Wir haben ja ein bisschen immer gesagt, dass wir Vorhandaufschlag und, also Vorhand, Rückhand, Aufschlag, dass die Sachen für uns ein großes Thema sein sollten. Also wir sind hier sehr, sehr ausgeglichen, was alles angeht. Der Balken zeigt ja den Fortschritt der aktuellen Geschichte. Bei Rückhand zum Beispiel haben wir durchaus die Chance, bald Level abzugehen. Ich würde deswegen mal sagen, wir machen die restliche Woche jetzt auch noch ein bisschen, dass wir auf Rückhand schauen. Hier ist komplett Betreuung angedacht. Visualisieren und beatmen. Ne, dann machen wir mal hier. Techniktraining.
Man kann ja hier separat was einstellen. Das kennt er ja. Ich mache jetzt hier nur Rückhand. Dann kriege ich auch bei Technik nur die Rückhandgeschichten angezeigt. Ist ein bisschen einfacher. Ja, das ist natürlich dann sehr, wie sagt man, sehr viel Power dahinter. Die sind ein bisschen leichter, die Sachen. Deswegen würde ich jetzt mich mal entscheiden hier für eine angreifende Rückhand und hier durchaus mal für eine Cross-Rückhand. Und hier an dem Morgen dann auch mal eine Winner-Rückschlag, sodass wir so ein bisschen was haben. Hier Inside-Aus-Vorhand. Ja, soll jetzt nicht das Thema sein. Deswegen gehen wir mal hier auf die Rückhand-Serie. Ein kleines Trainingsspiel, weiß ich gar nicht, was das so. Kann ja nie verkehrt sein. Okay, gehen wir auf Bestätigen. Ist hier noch soweit okay. Und dann können wir die restliche Woche auch weitermachen. Schauen auch dann direkt an, was die anderen noch so machen. Oder waren sie alle raus? Sickenberger, nee, ich wollte gerade sagen, von dem haben wir noch nichts gehört. Der ist jetzt ausgeschieden, hat sich also durchgesetzt. Immerhin bis zum Viertelfinale. Das ist, glaube ich, sein bestes Ergebnis. 169 Euro haben wir dafür bekommen. Hier ist erstmal noch alles okay, was die Ziele angeht. Wir gucken mal kurz auf Sickenberger. Erste Runde, ach, der hatte nur, nee, zwei Runden hat er doch geschafft, oder? Genau, erste Runde Sieg gegen Elia Sanogo mit 7-5, 7-5. Dann das 7-6 und 7-5 gegen Konstantin Neubauer. Und ja, im Viertelfinale war dann Schluss gegen Alexandre Blues. Allerdings mit 4-6, 6-3, 4-6 relativ knapp. Hätte sogar mal ein Halbfinale sein können. Also endlich mal ein gutes Ergebnis auch von Sickenberger. Sie ist raus. Ja, dann sind sie alle drei raus. Zusätzlich zu unserem Hauptspieler. Ein- und Ausnahmen gucken wir uns mal immer wieder separat an. Die wöchentlichen Meldungen sind da für mich nicht so interessant. Gut, dann gehen wir schon runter in Woche 23. Schauen mal, wer wo spielt. Erstmal hier nochmal Anmeldungen. Stusek hat großen Eindruck hinterlassen, würde eine Wildcard für das Turnier in Nottingham kriegen. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache in Woche 26. Wir können ja bei Stusek gerne mal reingehen in Woche 26. Ist vielleicht wahrscheinlich eine von denen, wo ich jetzt gesagt habe, da möchten wir turnieren. Genau, das hatte ich ja gerade noch erklärt. Training, Training, Turnier. Also kann man natürlich annehmen, aber wir wollen ja jetzt gerade auch mal trainieren. Ich meine, ist jetzt ein 300er-Turnier nett, aber wenn natürlich ein sehr großes Turnier käme, dann müssten wir das vielleicht dann auch annehmen. Aber in dem Fall machen wir es mal nicht. Sickenberger hat ebenfalls für die Woche 26 hier in Pilsen. Aber auch dort bleiben wir jetzt mal bei unserer Strategie und lehnen das Ganze ab. Für Rehberg ist offiziell Il Alon. Das ist damit okay. Gut, dann schauen wir uns da mal an, wer wo spielt in der Woche. Rehberg spielt in Karlsruhe auf Sand. Dort sind wir an 8 gesetzt. Spielen gegen Elmar Ojupovic, die 729 der Welt. Ella Seidel spielt bei den Makarska Open. Die sind wo? In Kroatien. Dort spielt sie gegen Ellie Kick. Nee, Kiek mit Doppel-I geschrieben, okay. Qualifikantin aus Amerika. Dann in Offenbach spielt Julia Stutzek. Stusek, die spielt gegen Alessandra Toedodescu. Hatten wir die nicht schon mal? Also der Name sagt mir jetzt was. Ist an 3 gesetzt hier. Oder war das sogar noch in der letzten Woche noch? Ich weiß gar nicht mehr. Und in Mönchengladbach spielt Tom Sickenberger. Also einige sind hier in Deutschland unterwegs. Das freut einen ja auch immer wieder. Gegen Matteo Fluri, die 315 der Welt, Schweizer. Und Sickenberger an 4 gesetzt. Also, 3 von 4 Turnieren sind in Deutschland. Auch sehr schön. Also, müssen wir auch kein Training einstellen, weil sie alle erstmal unterwegs sind. Also, lasst uns mal reingehen in diese Woche und in unsere Spiele. So, das können wir jetzt löschen. Und hier nochmal die Veränderungen vielleicht dann auch nochmal. Sickenberger hat durch den Viertelfinale 3 Plätze gewonnen. Ist jetzt 132. der Junioren-Boys-Rangliste. Stusek hat 6 Plätze in der WTA verloren, aber da gucken wir mal immer separat rein. Jetzt Rang 7, was die Juniorinnen angeht. Seidel verliert 4 Plätze auf der WTA-Tour und Max-Hans Rehberg verliert 6 Plätze. 643. Da sind natürlich die Ziele so ein bisschen außen vor, aber ich glaube, unsere Strategie, da insgesamt jetzt hier auf mehr Training zu gehen und auch uns weiterzuentwickeln, ist auch erstmal die richtige, würde ich sagen. Gut, dann gehen wir rein ins Match. Das erste Match mit Max-Hans Rehberg gegen Elmar Ojupovic. Schauen wir uns im Briefing an. Er ist die 706 der Weltrangliste, 66% Gewinnquote, ist gut, definitiv. 38% seiner Returns kommen rüber und 63% seiner Aufschläge. Er hat herausragende Vorhand, ist ein Powerplayer mit starkem Aufschlag und einem gewaltigen Vorhand aus allen Positionen. Deswegen auch Service-Effekt und Vorhand hier angegeben. Wir gucken mal eben kurz ins Profil. 11 bis 16, was Aufschlag angeht. Die Kraft, der Effekt bei 10-15, Vorhand 10-14, Rückhand aber auch mit 9-15 nicht schlecht. Also kraftvolles Grundlinienspiel. Ja, wenn hier aber steht mit einer gewaltigen Vorhand, dann sollten wir vielleicht hier und da doch mal die Rückhand anvisieren. Das können wir ja mal
Mit unserer Rückhand. Ist eigentlich links oder Rechtshänder? Ach, da stand schon Rechtshänder, habe ich gerade noch hier gesehen. Dann lass uns mal mit unserer Rückhand die Rückhand des Gegners anvisieren. Wäre dann wieder so ein Cross-Duell. Fände ich mal nicht schlecht. Wir gucken mal, ob wir das gleich mit der Vorhand auch machen sollen. Ansonsten bleiben wir uns treu, würde ich sagen. Auch was die Intensitäten angeht. Also er sieht, ist in der Platzierung etwas schlechter, aber es sieht stärkentechnisch gar nicht so schlecht aus. Also von daher müssen wir da schon aufpassen. Aber ich würde da jetzt auch, gut, er versucht aus allen Lagen was zu machen. Ich überlege da immer, ob dann hier irgendwie in der Position irgendwas anderes zu machen ist. Also so einen Gegner dann zurückzudrängen mit einem tiefen, aggressiven Schlag. Vielleicht ist hier die Zeit zu gewinnen, vielleicht die bessere Variante gegen einen Offensiven, da so ein bisschen kontermäßig zu spielen. Wir machen das mal in der verteidigenden Situation. Ansonsten bleiben wir grundsätzlich bei tiefen Schlägen. Ja. Gut, machen wir so. Das Publikum hält zu dir, weil wir in Deutschland spielen. Wäre natürlich gut, aber das kann natürlich nicht völlig einen sorglos machen. Es bringt schon mal ein paar Körner, aber mehr auch nicht. Ja. Zeig mir, wie gut du bist. Auch wenn ich das schon weiß. Das sagen wir jetzt mal. Gut, dann nach Karlsruhe. Ihr werdet euch nicht wundern, dass der Platz derselbe ist. Da kann man sicherlich für die Zukunft im Spiel noch ein bisschen was besser machen. So ein paar mehr andere Plätze. 3 zu 11 die Bilanz bei uns. 6 zu 3 beim Bosnia. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Also, auf geht's. Wir haben Aufschlag im ersten Satz. Aber direkt 0,40. Das ist natürlich bitter. 15,40. 15,40. Second service. Aber der Return hat gesessen. Da war er auch ein bisschen wehrlos. Also direkt erstes Break. Lassen wir mal laufen. Und gucken mal, wie sich das im Spiel entwickelt. Sonst läuft es grundsätzlich ganz gut durch. Aber jetzt wieder 15,40. Wieder zwei Break-Chancen für den Gegner. 30,40. 30,40. Haut, Deuce. Ein Stand. Advantage. Second service. Ja, super auf die Linie gespielt, gut rausgekämpft. 3-4, aber natürlich bräuchte man jetzt hier 15 love. Einen Break. Wir motivieren ihn mal, machen mal weiter. Ob uns das Break noch gelingt? Nee, bisher nicht. 40-0, drei Satzbälle für den Bosnier. Und dann ist es aus. Ja, ich denke mal, so mitten in einem Satz eine Strategie zu wechseln, ist immer eine schwierige Sache. Deswegen würde ich das lieber zum zweiten Satz jetzt machen, dass wir da versuchen, mal ein bisschen was anderes zu machen. Gucken uns aber erstmal die Statistiken an. 78% unserer Aufschläge, 71 gewinnen wir damit. Der hat eine kleinere Quote, was den ersten Aufschlag angeht. Allerdings gewinnt er 93, also fast alle. Uns gelingt also im Rückschlag nicht sehr viel. Das kann man auch hier sehen. 7% Punktgewinn nach Rückschlag mit dem ersten Aufschlag und 14 mit dem zweiten. Also wir müssen dem starken Aufschlag irgendwie gerechter werden. Sagen wir mal, Winner ist mit 11, 15 ja ganz vernünftig. Die Fehler nur 6, das ist jetzt auch nicht viel. Aber der Rückschlag, der ist es, auf den wir uns konzentrieren müssen. Was haben wir da momentan eingestellt? Dass wir mit hoher Kraft ihn spielen, mit Durchschnitt, mit Risiko. Das haben wir hier auch bevorzugt ins Zentrum, beziehungsweise bei der Vorhand dann Cross. Wie gesagt, ist, ja, vielleicht dieses Zentrum mal rausnehmen und Longline. Wir müssen ja irgendwas anderes machen. Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Und ja, die Frage ist, was das Risiko angeht, dass wir da höheres Risiko gehen müssen bei so einem starken Aufschläger. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Beim zweiten Aufschlag noch mehr das Risiko angehen und da auch. Wir stellen es mal komplett so ein. Was mir auch noch einfallen würde, ist vielleicht, dass wir mal ans Netz uns mehr annähern, um dieses druckvolle Spiel schneller zu beenden, sozusagen. Das wäre jetzt mal eine Idee. Das können wir hier auf jeden Fall machen. Mal gucken, wie es aufgeht. Also auf der anderen Seite würde ich es auch jetzt gerne mal nur mit dem Rückschlag versuchen und weiter unsere Strategie fahren. Komm, wir machen das bei der Vorhand jetzt mal mit tief, so wie wir es können, und werden bei der Rückhand mehr ans Netz gehen. Das wäre doch mal eine Idee. Grundsätzlich ist aber Winner auch die richtige Sache und hier könnte man natürlich auch ans Netz gehen. Ja, dann kommen, dann gehen wir hier ans Netz.
Und hier Zeitgewinn, na, hat bisher auch nicht so viel gebracht, ne? Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, richtig. Gut. Intensitäten muss jetzt alles reingeworfen werden. Deswegen zurück ins Match. Second set. Aber direkt schon wieder 15-40. Ja, das war sehr schön. War einer dieser Netzangriffe, der auch gut geklappt hat. Dann geht er jetzt wieder ans Netz. Und wieder den Punkt. Ich sag ja, wenn wir das mal gesehen haben, dass er ins Netz geht, war das gar nicht so schlecht, obwohl wir da auch jetzt nicht wahnsinnig große Stärken haben. Aber scheint ja ganz gut zu klappen hier und da. Deswegen immer mal eine Option. Und jetzt holt er sich den Vorteil. Und der ist aus. Gut zurückgekämpft. Ich würde jetzt auch gerne mal draufbleiben beim Aufschlag von Bosnia. Mal gucken, wie uns das gelingt hier. Love 15. Der war schon mal nicht schlecht. Dann aber ein starkes Ass. Habe ich gar nicht geguckt in der Statistik, wie viel Asse er geschlagen hatte. Aber wir sind ja im Ballwechsel. Also der Aufschlag, oh, 15, 30. Ein bisschen Glück gehabt. Der Aufschlag ist vorbei, wollte ich gerade sagen. Den haben wir überstanden. Und der geht auch ins Netz. 15-40, zwei Break-Chancen. Ja, bitte. Wer sagt, dass Frösche keine Haare haben? Wir sind im Match, würde ich sagen. Dann, das sah schon gut aus. Ach, dann schon wieder 15-40. Was ist denn los bei eigenem Aufschlag? Ein Doppelfehler, das Rebreak. Ich breche zusammen. 15 love. Komm, lass uns nochmal das sehen und unser eigenen Aufschlag spielen. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Erstmal 30-0. 40 ah, der bleibt dann hängen. Und damit 2-2 relativ schnell, aber jetzt bin ich mal auf unser Aufschlagspiel gespannt. Haut, love 15. Four, second service. Love 30. Ja, da ist der Netzangriff diesmal nicht erfolgreich. Second service. Ja, und love da lassen wir uns 40. auspassieren. 0,40, ja. Fault. Second service. Vorhin hat man gesagt, das war gut, was die Netzangriffe angeht. Jetzt ist das Break auch da und jetzt ist es auf einmal nicht gut. Also wie gesagt, das ist schon immer so eine Sache. Konzentrier dich, sage ich jetzt mal. Wir gehen mal weiter. Der Gegner ist stark, aber vielleicht war da doch mehr drin. Jetzt aber Matchball für Bosnien bei eigenem Aufschlag von uns. Der bleibt hängen, Einstand. Fault, second set. Haut, advantage. Der nächste Matchball, bitte. Ah, Longline wäre schöner gewesen. Und dann macht er den Punkt. Ja, kurzfristiges positives Aufflackern, würde ich das mal nennen, war da. Aber dann war es doch wieder klar. 4-6, 3-6 gegen Elmar Ejupevic verloren. Sehr schade. Jetzt mal aufs ganze Match gesehen, die Asse 6-5. Also er hatte auch nicht wahnsinnig viele S-Asse geschlagen. Die Statistik hier mit 91 ist ein bisschen zurückgegangen. Da haben wir uns ein bisschen gewehrt, aber letztendlich hat es nicht gereicht. Woran hat es gelegen? Eigene Aufschläge grundsätzlich vernünftig. Wie besprochen, bei den Rückschlägen ein bisschen besser geworden. 18 Winner nur. Da hat er sehr viele gemacht. War ja auch so angekündigt, mehr oder weniger, durch seine Stärken. Aber Winner und Vorhand und Rückhand, ihr seht es hier 14-14, also da war es auch ziemlich ausgeglichen. Wir haben viele Fehler gemacht, vielleicht ein paar zu viel, müssen wir vielleicht damit abhaken. Okay, schade. Aber wir bleiben bei unserer Strategie, wir müssen diese Spieler natürlich auch fordern im Training und es wird immer wieder weitere Niederlagen geben. Ich denke mal, Kopf hoch, du wirst stärker werden, genau darum geht's. Also, Erstrunden aus in Karlsruhe, 767 Euro bekommen wir dafür. Und gucken wir mal, was die restlichen Spieler noch in der Woche machen. Seidel gewinnt, Sickenberger gewinnt.
Da gewinnt Dussek, aber die anderen beiden haben verloren. Und zwar Sickenberger hier also ausgeschieden im Achtelfinale, 336 Euro gewonnen. Seidel hat dort in Makarska in Kroatien auch verloren, 3.400 Euro. Das war ja ein WTA 125er, ist natürlich dann auch schon eine größere Kategorie. Das ist schon mal gut. Ich mache mir Sorgen um Ella Seidel. Sie scheint in letzter Zeit recht traurig zu sein. Die beste Lösung wäre, Spiele und Turniere zu gewinnen, aber sie können ihm auch etwas Erholung gönnen. Okay, haben wir uns ja angeguckt. Auch bei Seidel habe ich das ja so eingestellt. Von daher wird das vielleicht in Zukunft tragen. Wir gucken uns mal kurz hier an. Erste Runde war der Sieg von Sickenberger gegen Fluri mit 6-3, 6-4 und dann das Aus gegen Oliver Majcancic, ein Deutscher auch, mit 4-6, 4-6. Schade. Und wer war es noch? Ella Seidel war es, ne? Die hatte gegen Ali Kiek gewonnen mit 6-4, 3-6, 7-6 und dann war Jule Niemeyer, die man ja auch kennt, berühmt. Berühmt, sage ich mal, aber eine sehr gute deutsche Spielerin, die schon einige Erfolge hat. 6-7, 3-6, also Niederlage gegen Jule Niemeyer. Schade eigentlich. Und wenn man mal sieht, wer da so noch im Viertelfinale steht, Alicia Parks kennt man ja, da kommen jetzt auch mal etwas andere Namen. Julia Niemeyer auch, die Kollegin Abanda kenne ich jetzt nicht so. Shelby Rogers sagt mir jetzt was und ja, selbst die an 1 gesetzte sagt mir jetzt nichts, aber Eugène Bouchard sagt mir auch was, auch schon etwas länger, glaube ich, auf der Tour. Ja, auch mal etwas andere Namen, aber in so einem Spielstand, wo man sich entscheidet, eine Akademie von unten zu starten, dann hat man eben kein Alcaraz und kein, wie sie alle heißen, keine Świątek und Co. Also, gucken wir nochmal bei Julia Stusek an, die ist ja noch unterwegs. Hat in der ersten Runde gewonnen gegen Teodescu mit 6-3, 6-1, dann gegen Teodora Kostic, Kostovic heißt sie, 6-2, 6-4 gewonnen und spielt jetzt gegen Sonja Zwiebajewa, auch eine Deutsche, im Viertelfinale. Also die ist noch dabei, da gucken wir natürlich noch und beenden die Woche. Da verliert sie allerdings gegen 3-6, 4-6, also leider auch hier Viertelfinal aus von Julia Stusek. Gut. 1086 Euro haben wir dafür bekommen für das Turnier. Wir gucken uns nochmal an, wie denn die ganzen Geschichten gelaufen ist. Ducarlu 50% abgeschlossen. Das muss aber erstmal noch bei 100%. Das sagt uns noch nicht sehr viel. Das ist dann wahrscheinlich bei der Kollegin Schunk auch der Fall. Ja, die restlichen Trainings in der Woche, die wir noch waren, ach, hatten wir jetzt gar nicht mehr eingestellt. Da muss ich mir echt immer dran denken, bei Rehberg in dem Fall. Kontrolle hat er ein bisschen gewonnen, Timing und Service-Effekt. Ist ja nicht so, dass er gar nicht trainiert, ne? Aber man könnte es ein bisschen punktueller machen. Sehr gutes Training übrigens hier bei Seidel. 10% plus bei Volley. Das sind immer ganz gute Werte, wenn sie zweistellig sind. Ja, Stusek mit normalen Training bis schlechten Training. Und Sickenberger hat hier ganz gut trainiert. Okay. Ja, und das sind jetzt eben die Zusammenfassungen für die jeweiligen Sandplatz-Saisons. Kann man kurz drüber fliegen. 5,6% plus bei der Siegesquote gegenüber dem vorherigen Zeitraum. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, das war jetzt für Sickenberger. Ne, das war für Rehberg, Entschuldigung. Also da haben wir jetzt durch den paar Siege ein bisschen besser dargestellt. Das ist jetzt Ella Seidel. Die Siegquote ein bisschen runtergegangen. 9% weniger, 7 Plätze verloren in der Weltrangliste. Dabei Stusek ist es so 31% weniger gewonnen. Da war die Quote natürlich auch sehr, sehr hoch, muss man sagen. Trotzdem 9 Plätze gewonnen in der Rangliste. Und dann noch Sickenberger, der hat die Quote ein bisschen verbessern können, ist aber immer noch relativ schwach und 36 Rangs verloren. So schaut's aus. Dann gehen wir mal auf den Montag und schauen uns an, wie es dann in der nächsten Woche aussieht. Das machen wir also jetzt nicht mehr. Einmal gibt's hier wieder Wildcards für das Turnier in Stuttgart, aber das Future-Turnier, das lehnen wir ab. Achso, muss ich auch auf Ablehnen gehen, ne? Dann haben wir eine Wildcard, offiziell Ella Seidel in Wimbledon. Das ist natürlich toll, ne, dass sie dabei ist. Jetzt ist die Frage, ist sie da auch in der ersten Runde oder in der Quali? Das sieht fast nach erster Runde aus, ne? Wir gehen mal kurz rein. Das interessiert natürlich. Ne, Quali muss es sein. Ella Seidel, steht da schon irgendwas fest? Ja, sie ist in der Quali auch in der oberen Hälfte mehr oder weniger der Quali. Also schauen wir mal. Das wird sicherlich sehr spannend. Haben wir ja auch jetzt nicht so häufig die Grand Slams. Und Sickenberger offiziell sehr schön. Jetzt fehlen uns noch die Statistiken. Also werden wir heute spielen. Rehberg wird trainieren. Ella Seidel spielt hier in Valencia. Spielt gegen Emiliana Arango.
Die Ecuadorianerin und die Kolumbianerin war es. Die French Union, na ganz ruhig, die Junioren French Open für Julia Stusek. Da gibt es auch schon eine Auslosung. Auch sehr spannend. Gegen Hayo Kinashita, die 33 der Welt. An 7 gesetzt ist sie übrigens, unsere Jule. Tom Sickenberger spielt in Bytom auf Sand dort gegen Jäger Leach, die 71. Das wird ein etwas schwierigeres Match. Ja, gut, dann werden wir nochmal bei Rehberg kurz übers Training sprechen und dann würde ich sagen, machen wir es beim nächsten Mal eigentlich weiter. Hier ist jetzt langer Ballwechsel zum Beispiel eingestellt. Wie gesagt, ich würde ganz gern nochmal so insgesamt die Techniken trainieren und dementsprechend auch mal reingehen. Grundlinie im Lauf, Verteidigung an der Grundlinie. Was wir auch noch reinbringen wollen, ist nochmal unsere Strategie. Die ist zwar mittlerweile grün, aber da kann man auf jeden Fall noch was tun. Defensiver Grundlinienschlag. Ja, grundsätzlich ist das ja auch gut, was wir hier haben. Wir wollen ja nur nochmal die Rückhand damit reinbringen. Und wie gesagt, den Aufschlag am liebsten auch nochmal. Da kann ich alles auf einmal machen. Aber Grundlinie im Lauf. Verteidigung an der Grundlinie finde ich gut. Defensiver Grundlinienschlag. Nein, da sind wir eher der offensivere Part. Da würde ich dann eben die... Wir machen jetzt uns mal Rückhand. Rückschlag. Rückhand. Aufschlag. Bringen wir uns mal erstmal hier rein. So, dann hätten wir nämlich hier die Möglichkeit, das auszuwählen. Einmal die Winner-Rückschlag hier zu machen. Serie von Vorhandschlägen, da betreuen wir schon die Vorhand und Positionierung. Ja, da würde ich auch nochmal auf Vorhand gehen. Das habe ich übrigens gar nicht reingemacht. Das wollten wir auch tun. So. Angreifende Vorhand. Die dürfen alle, ja, weiß ich nicht, ob es nachher zu schwierig wird. Schauen wir uns gleich in der Übersicht an, wenn wir auf Bestätigen gehen. Taktische Lektion, spezielle Oberfläche. Nein, da gehen wir mal. Ja, das ändern wir gleich, nämlich mit der Strategie, wo ich von sage, Topspin-Arbeit, da würde ich gerne, ja, das kann man durchaus so bleiben. Und dann machen wir hier ab Freitag nochmal ein bisschen Aufschlagtraining, kraftvoller Aufschlag und Vielseitigkeit kann okay sein, stetiger Angriff ans Netz, ja, das kann ja auch nicht verkehrt sein. Und dann nochmal ein kleineres Aufschlagding hier, da gibt es gar nichts mehr, ne? Nee, da gibt es jetzt nur diesen oder diesen. Dann nehmen wir nochmal diesen hier. Jetzt bestätige, nee, bestätigen noch nicht. Wir zurücksetzen und gucken mal eben bei der Strategie, ist das glaube ich, dass wir hier ändern auf Hauptstrategie. So, jetzt gehen wir auf Bestätigen. Ui, Verletzungsgefahr ist niedrig, aber ist natürlich ein hoher Wert. Aber das sollten wir auch mal so machen. Wir müssen ja trainieren, wir wollen ja trainieren und wir wollen ja auch besser werden. Dann lass uns dieses Training mal durchputzen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es dann geht. Gut, das aber alles beim nächsten Mal. Wie weit sind die Suchen? 54%, ah ja, hatten wir ja vorhin gesehen. Also da werden wir vielleicht auch beim nächsten Mal so weit sein. Schauen wir mal. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, seid auch mit dabei, was um die Strategie angeht. Wie gesagt, die Turnierplanung haben wir umgestellt. Wir müssen mehr trainieren. Das werden wir auch tun und dann werden unsere Spieler hoffentlich auch besser werden. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bis dahin, macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.